Bergung der Eiche. Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute beim zweiten Teil. Letztes Mal haben wir hier wild Holz gerückt und heute wollen wir mal nach einer Eiche gucken, die da oben über dem Graben liegt. Und die hätten wir gern fürs Sägewerk. Mein Vater, der hat schon mal Mäuschen gespielt, der hat unten geguckt und kann uns vielleicht einen kleinen Lagebericht geben. Jetzt wollen wir drüben in die zweite Gasse reinfahren und das so hochziehen. Da hinten hoch? Naja, das ist Tierchen wert. Ja, dann packe ich die Sachen zusammen und laufe darüber. Jo. Zur Info, die Eiche liegt da, ganz da hinten. Mal gucken, ob ich da ranzoomen kann. Moment. Genau. Das ist die Eiche hier. Und die Idee ist jetzt, da drüben ist eine Rückegasse, und zwar da hinten auf der anderen Seite vom Berg. Dann können wir die Eiche da unten aus dem Loch, den Hang hoch und der zweiten Rückegasse hochziehen. Das werden wir jetzt mal versuchen. Mein Vater, der hat schon mal den MP-Truck genommen und ist vorgefahren. Ich habe jetzt hier noch die restlichen Klamotten und dann schauen wir mal, ob wir die Eiche da unten aus dem Loch rauskriegen. Daumen drücken hilft immer. So, ich gehe mal da runter. Mein Vater ist da drüben und fährt jetzt hier den Weg runter und dann treffen wir uns da unten bei der alten Eiche. Die erste Rückegasse, die sich auch anbieten würde, die ist leider hier durch so einen Holzpolder blockiert. Macht keinen Sinn, den erstmal wegzuziehen. Das ist unser Schlachtfeld von letztem Mal. Das ist jetzt hier noch so Selbstwerberholz. Für die mit der kleinen Ausstattung. Es lohnt sich für uns nicht mehr, das noch hochzuziehen. Das ist alles nur noch Ästchen. Ja, hier kommt unser Kumpel, der Schmuckholz an der Mühle geben kann. Naja, so ganz optimal ist er auch nicht. Viele Äste. Viele Äste, krummer Stamm. Aber für einen Brennholzpreis kann man sie sicherlich mitnehmen. Zur Not kann man ja Brennholz machen. So, jetzt kann ich mich hier wieder den Berg hochquälen.
Ja Leute, wir haben uns das nochmal überlegt und es ist wahrscheinlich unvernünftig, jetzt die Eiche rauszuziehen, weil hier alles ziemlich schlammig ist. Bevor wir jetzt hier das gute Allradfahrzeug noch bis zum Felgen versenken. Top Säge. Haben wir uns jetzt entschieden, wir arbeiten hier noch so ein bisschen was auf, ziehen das auch an den Weg ran und Eiche warten wir erstmal, bis es hier noch ein bisschen abgetrocknet hat und dann gucken wir mal, ob wir sie nicht dann rausziehen. Tut mir leid, aber wir machen hier trotzdem weiter. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und nix oder was? Hast du eigentlich keinen Zündkerzenstecker da, Flüssel? Nee. Die Guana hat 16 und ich habe 19. 16er Zündkerzen hat die Guana. Ja, dann. Die hat 19. Profi-Säge. Das ist Philosophie. Hier ist Conny auch nicht helfen, okay? Da macht Anni. Raus. Dreifach gesichert. Steckt doch mit dem Ding drin. Das ist das Schöne hier bei den Stöpseln. Ja, das ist echt richtig cool. Und die gibt es auch nachzukaufen, oder was? Das ist echt innovativ. Bitte? Das ist echt innovativ, das ist echt super. Weil da ist mit diesen anderen Dingern da... So, oh. Oh, muss immer einen Schlüssel in der Nähe haben. Ne? Es geht auch mit der Hand, aber... Ja, aber da musst du schon ganz schön drehen. Yeah.
Gesicht. Und? Ich sehe es nicht. Ich habe keine Brille auf. Naja, ein bisschen sieht man schon. Hier, da hat man ein Steinchen gekriegt, aber ist immer noch sauscharf. Boah, so. Ein bisschen sieht man es, aber ansonsten ja. Ist sie echt sauscharf. Und siehst du, wie die Zähne gefeilt werden müssen? Ja. So müssen die aussehen. Muss ich mal gucken, was in meinem Schleifstein ist. Und der Reiter 0,7 mm. Die geben an 0,3 mm. Das ist die Hobby-Sicherheit. Aber kannst du nichts begleistern mit. 0,7 mache ich sie hier bei Laubholz. Bei Weichholz kannst du einen Millimeter machen. Ja. Das hobelt die weg. Wie nix. Wie feilst du die generell? Mit einer Flachfeile. Boah, ist ja auch ganz also, viel Arbeit. Ne? Nee. Dreimal schärfen mit der Feile oder mit dem Schärfgerät. Ich meine die Schnittbegrenzung. Was? Wie kriegst du die runter? Mit einer Flachfeile. Echt? Fertig. So schnell geht das? Ja, einschnitten, dann musst du mit der scharfen Feile hast du ruckzuck. Ja? Natürlich, wo du drauf reiten kannst, aber eine schöne scharfe Feile. Die kostet beim Paske kostet die Pfeile 1,20 Euro. Ja.
hat beide Seiten, die du feilen kannst. Und da kannst du eigentlich eine ganze Saison mit dieser Feile die Dinger feilen. Das ist gar kein Thema. Hier mit dieser Rundfeile. Ich komme mir immer vor, als wenn das gehärteter Stahl wäre, aber meine Feile scheiße. Eine nagelneue Feile und geht gar nichts. Viermal gefeilt, kannst du wegschmeißen. Die Feile. Dann, wenn die glänzt, ja. Solange wie die Feilen stumpf sind, matten. Sind die scharf, fängt die an zu glänzen. Und was wichtig ist, nicht immer gerade feilen, sondern die Feile immer weiter drehen dabei. Aber du musst da auch schon 30 Grad anlegen, ne? Das ist hier hinten ist die Markierung, da hältst du parallel zu. Ja, das ist klar. Parallel zu der Markierung. 30 Grad. Gibt aber von Husqvarna so Frösche, Die setzt du da drauf. Und dann kannst du eigentlich kann immer so eine machen. Klammer in den Baumstamm hauen. Nee, so, das ist was anderes. Das ist ja nur ein Halter. Hier, da spannst du in den Schraubstock ein. Und dann gibt es hier wie so ein Frosch sieht das aus. Das setzt du hier drauf. Mhm. Dann verkeilt sich das hier drauf. Und dann kannst du genau den Zahn schärfen. Setzt es rüber, nächsten. Und Schärfgerät nimmst du nur, wenn das nicht mehr geht, oder? Schärfgerät nehme ich nur, wenn alles. Wenn ich jetzt in die Steife, wenn ich 6, 7, 8 Zähne ruiniert habe, dann hole ich die alle. Es war Kettenverschwendung, aber dann hole ich die alle nach, weil die sonst, wenn du das jetzt so einfach beifeilst, dann passiert es viele Mal, dann sehe ich die Säge schräg in alle Himmelsrichtungen. Also alle hole ich alle Zähne wieder nach. Und wenn ich das fertig habe mit der Maschine, dann nehme ich trotzdem noch einmal die Feile und gehe nochmal, weil da kriegst du. Also deine Ketten. Deine Ketten sind Bombe. Also. Ja. Das ist so. Alles gut. Geht heim. Der ist der Hattori Hanso. 150 Jahre Pfeilerfrau. Selbst jahrelang Pfeile gewesen. So Freunde, kurzer Beitrag, aber das war's für heute. Wir müssen jetzt noch mal bei uns im Privatwald die Stämme aufladen. Vorher müssen wir noch mal bei mir zu Hause vorbeifahren, weil meine Frau, die ist nicht da. Und es ist jetzt Mittagszeit. Hund muss gefüttert werden, Hund muss noch mal Gassi gehen. Danach nehmen wir das Auto und fahren bei uns im Wald und da sehen wir uns dann wieder. Weil da müssen wir nämlich noch einen Hänger Holz laden. Da liegen noch Kiefern und ein bisschen Robinie. Und das können wir prima fürs Sägewerk brauchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Beim nächsten Mal dabei seid. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich es ja auch schon erwähnt. Wir haben jetzt auch noch bei Facebook einen Auftritt von der Mühle. Und da gibt es auch immer mal ein paar aktuelle Sachen, die ich hier auf YouTube nicht veröffentliche. Also schaut gerne mal rein. Verbleibe bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ist amüsiert.